Es geht endlich weiter mit Zelda Breath of the Wild. Hallo. Hallo. Wir sind in Hateno und wir wissen gar nicht mehr, wie das hier geht. Es ist viele, viele Wochen her, dass wir gespielt haben, weil ich im Urlaub war. Ja. So schaut's aus. Was ich jetzt gerne mal in Angriff nehmen würde, ist uns, dass wir uns mal mehr in Richtung Hauptquest bewegen, weil da sind wir so wirklich noch gar nicht weitergekommen. Nämlich Ganon, die vier Titanen, Zeldas Vermächtnis. Wir sollen Impa in Kakariko befragen bezüglich Albumfotos aus der Vergangenheit und so. Das können wir mal machen. Was haben wir denn noch so an Quests offen? Können wir mal schnell gucken. Wir haben bei der Hateno-Festung, bei einem Schrein gibt es ein Rätsel. Dann gibt es die Steintafel, das sind diese Fragmente. Da haben wir angeblich schon mal eine gesehen auf der Suche und haben es aber trotzdem übersehen. Ja. Das haben wir schon geschafft. Ansonsten gibt es noch antike Materialien an Robelo. Der ist in Akala, da waren wir noch nicht. Reiseschwert, wenn wir kriegen, können wir in Hateno abgeben. Expa-Wald, nördlich von Hateno, könnte man Blutlinge finden. Das wäre vielleicht noch was auf dem Weg. Ich würde jetzt eher mal in Richtung Kakariko gehen, zu der Impa, dass wir das als erstes Mal haben. Versunkener Schatz, den haben wir denn nicht schon? Ach ne, goldenes Dreieck, Leibgericht. Ziegenbutter, die gibt's, soweit ich weiß, in Kakariko, die haben wir schon mal gesehen irgendwo. Die Hühner sind auch in Kakariko, die haben wir noch nicht alle gefunden. Die 17 Uhr Rätselgeschichte auf der Klippe, da haben wir eine Idee, wie es gehen könnte, aber das machen wir auch mal anders. Ja, also Kakariko. Ja, und das dann machst du es doch mit Schnellreise, oder? Sonst dauert das zu lang. Bitte? Bitte? Das dauert maximal 14 Folgen, bis wir zurück. Also bitte. Naja, okay. Allerhöchstens zwei. Sind wir jetzt echt so weit? Sind wir so weit, dass wir eine Schnellreise machen, um unsere ungeduldigen Fans. Naja, sag mal so, wir sind jetzt bei Folge 40. Wir haben nicht einen einzigen Bosskampf in diesem Let's Play bisher geschafft. Hey, that's the spirit. Also gut. Wo komme ich? Mitten ins Dorf? Geht das oder muss ich zu einem Tempel, oder? Zu einem Shrine hier oder wie? Na gut. Ach ja. Das ist so diese Aufgabe vor. Völlige Selbstaufgabe. Ja. Wetten, dass wir 1000 tolle Abenteuer hätten erleben können auf dem Weg. Ja, aber. Nee. 1000 tolle Sachen, die gibt's. Was? Ja, da sitzt man jetzt. Ach, wie es in Italien war. Sehr schön übrigens. Ja, wenn sie mich drängen, erzähle ich sie. Hast du auch lauter Leuten die Äpfel geklaut? Nicht nur das. Ja, dann ist also ja schön. Waren wir, dann haben wir in Florenz haben wir aber schlecht einen Parkplatz gekriegt. Und dann haben sie uns gerade beim Mietauto haben sie uns, also sie haben es in Ruhe gelassen, nichts ist passiert und das gerade in Rom. Wo war denn die Impa, meine Großen? Da fahren wir nicht mehr hin. Wir haben ja dann auch probiert, dieses Carabinieri zu finden, aber das war so schlecht ausgeschildert. Das muss man allerdings sagen, nichts gegen Italien, aber ausgeschildert ist da wirklich sehr viel, sehr, sehr schlecht. Also, da rechts und das in der EU. Also, na. Da wäre nochmal eine Quest. Jetzt machen wir hier ist der Croc. Haben wir da. Den haben wir doch schon. Den haben wir schon. Ja, Mann. Ich dachte, den haben wir noch nicht. Doch. Crazy. Also, zurück zur Impa. Und was die wollte, die angeblich die versteckten Fotos in dem Schikastein finden. Ich finde das ein bisschen sick, aber gut. So, jetzt geht die Synchro los. Oho! Ich habe gehört, Pura hat dich für ihre Arbeit eingespannt, aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Geschafft. Hm? Zeig mal her. Oh, diese Fotos hat ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Wie schaut. Wenn du die Orte auf diesen Fotos aufsuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einen der Orte von den Fotos finden solltest, komm noch einmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir da geben möchte. Na gut, das war ja, glaube ich, gleich der erste Tümpel, oder? Wo wir waren. Der Magnettümpel. Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist Ganon bereits einmal unterlegen. Du musst dich sorgfältig vorbereiten. Das haben wir alle schon mal bequatscht, oder? Mach mal, ich will mich erinnern. Ich will mich erinnern. Zeldas Erinnerungen sind deine Erinnerungen. Suche die Orte auf, an denen die Fotos entstanden sind, dann kannst du dein Gedächtnis vielleicht zurückerlangen. Wenn du zumindest einen dieser Orte gefunden hast, kehre noch einmal zu mir zurück. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte. Ich kann dir nur mit meinem Wissen behilflich sein. Ja, wenn du Fragen hast, werde ich sie beantworten. Bis später.
Zelda kämpft bis zum heutigen Tage allein mit Ganon. Niemand außer dir kann Zelda retten, kann Hyrule retten. Bitte brich so schnell wie möglich ein. Ach, die kämpft immer noch. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nur am Kämpfen. Wir bräuchten irgendwie mal ein Schwert oder so. Wir haben nur einen Kochlöffel. Ne, wir haben schon noch ein paar andere Sachen. Also eine geile Klinge. Aber ich kaufe jetzt mal kurz hier noch ein. Hier sind zwei Krämerläden. Klamotten haben wir eigentlich. Weil die Ziegenbutter... Gibt's die da in dem Laden, meinst du? Ich habe das offizielle GamePro-Rezeptbuch zum Spiel parat übrigens, damit wir auch mal... Wir könnten auch mal kurz eine Kochsession machen. Ich will jetzt mal was erleben und nicht immer nur kochen. Ja, schau mal Fernsehen. Da. Schau mal, das ist doch Ziegenbutter. Ziegenbutter. Ah ja. Ah. Wie nehmen wir denn? Oh, mehr wie Butter geht nicht, oder? Das mehr wie Butter geht nicht. Nee, mehr wie 5 Butter. Ich kaufe jetzt mal alles. Ho, ho, nun gut, alles in allem kämen wir dann auf 60 Rubine, bitteschön. Wie immer ist die Butter ausverkauft, nachdem wir da waren. Was ist man dagegen machen kann? Was? Eine Mutter haben. Hast du eine Mutter, dann hast du immer Butter. Ich könnte auch hier eine Butter reinwerfen. Weißt du, was wir dann hätten? Was? Butter bei die Fische. Haha, oh, jetzt regnet schon wieder. Ja, was, geil. Was, einmal will ich kochen und schon regnet's. Das ist die Sache. Was will er denn nochmal? Kangis. Macht dir der Regen nichts aus? Ich würde ja dir dieses Shika-Gewand leihen, aber das dürfen nur Shika tragen. Jedenfalls habe ich Nachforschungen angestellt und jetzt weiß ich ziemlich genau, wo die Quelle der großen Fee ist. Das weiß ich doch auch schon. Leider ist es sehr schwierig, zur Quelle zu gelangen, aber ich will sie so gern sehen. Ein Bild würde schon reichen. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Als ich dich gesehen habe, war mir klar, dass du Schönheit zu schätzen weißt. Ich habe die ungefähre Lage der Quelle der großen Fee ausgeknobelt, aber gefunden habe ich sie leider nicht. Ich wollte gerade nochmal mein Glück versuchen. Möchtest du mich begleiten? Ja, mach doch mal, weil dann das können wir die Rüstung auch noch upgraden. Stimmt, auf diese Antwort hatte ich gehofft. Mir nach. Hä? Weiß er jetzt, wo es lang geht, oder ich? Sind Sie er John Wayne oder bin ich das? Er wollte doch wissen, wo die Quelle ist und ich soll ein Foto machen. Und er weiß jetzt nur ungefähr, wo sie ist, oder wie? So sind sie halt. Wie so ein Uber-Fahrer. Das ist auch schön, oder? Was? Das ist eine Beleidigung, die hat vor 3 Jahren niemand verstanden und wird in 3 Jahren auch niemand mehr verstehen. Naja, ich glaube, in 3 Jahren wird keiner mehr verstehen, warum das eine Beleidigung ist. Verdient man als Uber-Fahrer eigentlich mehr Geld als als Taxifahrer? Weiß ich nicht. Was wäre, wenn die Hurberbuhr am Uber fahren? Uber-Hurber oder Hurber-Uber? Die Uber-Buhr. Was wäre, wenn du Uber-Fahrer wärst? Das wäre ich der Uber-Fahrer. Ubermeier. Ubermeier. Ich bin so müde, Bergsteigen ist nichts für mich. Ich kann nicht mehr weiter. Die Quelle der großen Fee soll irgendwo unter diesem Schrein sein, heißt es. Hier geht mir immer die Puste aus. Wenn du die Quelle findest, vergiss nicht, mir ein Bild davon anzufertigen. Na dann. Ja, er schafft es jetzt nicht, die 10 Meter in den Wald rein. Ich muss dir auch mal von dem Brötchenmann was mitbringen, obwohl dir nur 10 das Meter von deinem Arbeitsplatz... Das stimmt ja gar nicht. Oh! Was? Was war das für ein Tier? Das war wieder so ein Zaubertier. Was? Entschuldigung, da wurden wir jäh unterbrochen. Eichblöckchen. Ja, das wäre Trivia, die Hälfte von dem Wort hat mit etwas zu tun, was ich dir gern sagen würde. Wie komme ich jetzt auf den Fotoapparat? Das ist doch der über Shika Slate halt. Shika Slate. Mit dem Dings da oben. Nee, das ist nach Gugge. Du bist ja Mache. Gugge muss Mache, ach so. Oh. Nein. Nee. So, genau. So, hier ist die Quelle der großen Fee. Ja. Aber, eins muss ich noch machen. Dummes Selfie. Wie mache ich jetzt hier so Moves? Mit dem Steuerkreuz. Oh. Das ist so dämlich. Das war in Pisa übrigens so geil, wie viele Leute da dastehen und den cleveren Einfall haben, so zu tun, als würden sie den schiefen Turm festhalten. Würde ich, wenn ich da die Polizei wäre, unter Gefängnisstrafe stellen.
Ja. Und das war wirklich knallhart enforcen, damit diese Scheiße. Ah, die ganzen Feen! Nein, 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 du musst sie anschleichen! Ach so. Wieso denn? Ja, weil die halt jeweils wie ein Continue sind. Ja, ja, aber wieso sind die so scheu? Ich bin hier der strahlende Held. Du bist der Vollhonk mit dem Foto. In unseren Zeiten ist man da der strahlende Held. Schon mal was von Influencer-Marketing gehört? So, jetzt kommt erstmal die Bikini-Braut. Ach, du bist es, sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein klein wenig zu verstärken. Verstärken, bitte. Was machen wir denn jetzt? Hier die Hosen, oder? Ja, und die Rüstung. Und alles mal. Geil. Der Hylia-Beinschutz, ich will mir die Arbeit nicht umsonst machen. Du bist dir damit sicher? Bitte. Schau mal, da bezahlt man den Schleim dafür. Ach so. Das ist ein Fluss aus Schleim. Ja, da bläst ihm gleich die Lichter aus. Siehst du mal, auf 7. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und fertig. Damit bist du jetzt ein wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Verstärken einen Bonus. Doch dafür musst du auch das ganze Set tragen. Mach ich doch. Soll ich noch andere Kleidung für dich verstärken? Die Kapuze. Ach, siehst du mal. 5 Gelee und 3 Herz. Scheiße, ich habe aber nur noch 6 Herz. Wie geht es jetzt raus? 3 will sie und 6 hast du. Ja, ist nochmal eher umgekehrt. Ja, mach's denn mal. Reicht es? Boah! Ach, gerade so! Kostet aber gar kein Geld, ne? Ja. Das ganze Geld mit Quatsch, mit verdient. Quatsch verdient. Jetzt kriegen wir doch schon noch irgendwelche Boni, oder? Weil jetzt haben wir doch alles. Ich glaub schon. Und fertig. Mehr ist nicht möglich. Komm wieder, wenn du neue Kleidung oder Materialien hast. Oder wenn du meine Schwestern brauchst. Meine Schwestern hat die auch noch. Das hat mir der, unser lieber Kollege Tobi erzählt. Es gibt da mehrere Feen. Dann kann man sich noch stärker verstärken lassen. Oh, da sitzt wieder was, oder? Oder was ist das? Das ist so ein Fabelwesen, oder? Was liegt da? Das ist eine Bombe. Die habe ich vorher. Es ist ein Fabelwesen. Es ist ein Fabelwesen. Oh, der Wind, der. Das himmlische Kind. Mach mal kurz das Inventar auf, ob du da so Boni auf dem auf das Set hast. Warte mal, ich muss erst die Bombe sprengen, sonst will ich nicht hoch. Also, ach falsch. Tasche. Jetzt rüber zur Rüstung. Ich gehe mal drauf. 21. 21, 21, das ist gar nicht so schlecht. Betrachten. Achso. Auswählen. Nö. Jo. Aber ist ja trotzdem nicht so schlecht. Schau mal, ja. Das ist die Hylia-Hose. Achso. Ja, die hätte 19 gehabt. Das ist. Alles gut. Ja. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und jetzt haben wir auch noch ein Bild für unseren Asthmatiker hier draußen. Geht mal eigentlich doch gleich mal. Sie wissen natürlich nicht, was dieser freundliche Hysteriker empfiehlt. Wir jedenfalls empfehlen, egal. Die Quelle der großen Fee ist ein verborgenes Mysterium. Ich würde sie so gerne einmal sehen. Hab sie gefunden? Ja, gefunden. Verstehe, verstehe. Wie bitte? Ist das dein Ernst? Hast du auch ein Bild von diesem Ort? Wenn ja, dann zeig es mir. Doch, schaukst du mal her. Ist auch so geil, ne? Er ist der Einzige in der ganzen Welt, der so ein Ding hat. Und so, ja, zeig's mir mal auf deinem... Ding. Wir haben nicht mal einen Begriff dafür, aber du hast es. Das ist jetzt die Quelle der großen Fee. Sie ist wirklich schön. Aber ich hatte sie mir irgendwie mystischer und eleganter vorgestellt. Man sieht ja auch die Fee nicht. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du für mich danach gesucht hast. Ich würde mich gerne revanchieren, aber ich habe nichts Passendes bei mir. Moment mal. Ich hab's! Du suchst doch sicherlich auch ab und zu bestimmte Orte. Ich habe auf meinen Reisen ganz Hyrule gesehen. Da kann ich dir sicher auch einmal weiterhelfen. Da weiß ich was. Was ist das? Ein großes Tor und dahinter verschneite Berge. Ach, das kenne ich. Wenn du von diesem Dorf aus eine Weile nach Osten gehst, findest du einen solchen Berg. Er heißt Ranellespitze. An seinem Fuße liegt das Neidra Schneefeld. Westlich davon müsste das Tor stehen. Was für ein Glück, dass ich den Ort erkannt habe. Was? Ich hoffe, das hilft dir weiter. Ist es das, was wir jetzt für diese Erinnerung brauchen? Gut möglich. Die legendäre Feenquelle haben wir jetzt geschafft.
Wir können ja mal kurz ins Album gucken, was wir alles finden müssen. Also es kommt dir da irgendwas bekannt vor? Naja, das mit den Säulen und dem Schloss, das kann man ja zumindest vom Schloss aus. So, die haben wir alle selber gemacht, ne? Ja. Ganz geilen Selfies, alle mit der gleichen Oh Mann, ich freue mich schon so drauf, wenn wir dieses Chica Facebook bekommen, wo wir das dann mit unseren dummen Freunden teilen können. Dazu müssten wir unsere Füße am Weiher fotografieren. Ja. Just Monday things. Hashtag working hard. Ist bei Instagram aber noch besser. Hashtag legs. Lake life, Ammersee. Oh Gott. Love Ammersee. Oh Gott. Gut, also wo wollten wir hin? Wir wollten mit... Schau mal kurz, ob da schon so eine Markierung ist bei dieser Hauptquest, die wir bekommen haben. Also wir haben hier irgendwelches Zeug markiert, selber. Selbe. Turm dazu. Das müsste ja eigentlich so gelb leuchten. Moin. Ist weiter unten? Oder schau, ob du die Hauptquest noch aktiviert hast. Wahrscheinlich nicht. Dadurch, dass wir so selten spielen und auch immer abwechselnd, ist es wirklich ein bisschen die Fotos, oder? Ja, mach 12 mal. Orte besuchen. Dann schauen wir, ob wir jetzt eine Markierung haben. Ja, dann müssen wir jetzt wieder zur Dings. Ach so, das ist dann nur, dass man sie hier abgeben kann. Okay, dann müssen wir halt einfach rumreisen. Hier ist die Ranelle-Spitze, das hat die ja gesagt. Und aber irgendwo das mit dem Tor, wenn du nach Osten gehst... Dann ist irgendwo diese... Da ist das Neidra-Schneefeld, da gehen wir doch da mal hin. Ja, wenn sie meinen, aber wie? Soll ich mal... Können wir hier mal so rumreiten über das Plateau, vielleicht hier über diese Brücke und dann hier so am Fluss lang. Da müsste man doch hier irgendwo ankommen, oder nicht? Ja. Vielleicht ist hier dieses Ding. Naja. Also erstmal raus und hier ist das Pferd fertig. Schau mal ganz kurz, ob da nochmal kurz auf die Map, ob da in der Nähe auch einer von diesen Titanen ist. In der Richtung, oder ob das noch sehr viel weiter weg ist. Wo sieht man denn die Titanen? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ja, egal, es geht mal in die Richtung. Wollten wir noch irgendwas einkaufen? Wir wollten noch kochen, oder? Jetzt passt gerade das Wetter. Na dann. Heute ist ein guter Tag zum Kochen. Ja! Aber vielleicht sollten wir uns da aufteilen. Du könntest Rezepte nachschlagen und ich koch. Kann ich nicht einfach nur essen? So machen wir das zu Hause. Was willst du denn machen? Naja, von allem etwas halt mal. Also mal so ein bisschen Ausdauermedizin. Also eigentlich sollte man unser Inventar leer kochen. Okay. Da ist die Kochstelle. Genau. Was hast du denn alles? Ich habe das alles schon mal sortiert in der Pause. Also man kombiniert wohl immer eine Monsterzutat mit einer was weiß ich was Zutat. Und man sollte die Effekte nicht überkreuzen, sonst funktioniert es nämlich nicht. So wie mit dem Protonenpäckchen. Genau, also wir haben jede Menge Bockblinhauer, Moblinhauer, Moblinhorn, Moblinherz, Exalphoshorn und die ganzen Sachen mit den Effekten. Also Eichel haben wir viele, die braucht man öfter. Die Ziegenbutter sollte man zumindest eine aufheben. Steinsalz haben wir viel, das braucht man oft. Maximuscheln sollte man zumindest eine aufheben, weil die brauchen wir mit der Butter für die Quest. Barsch, Schwertkappe, Schleichschnecke und dann gibt es eben diese ganzen Sachen wie Rüstungsschnapper, Schwertschnapper, Rüstungskrabbe und da kannst du halt dann so oder Schleichwürmchen und da kannst du so spezielle Schleich- und Ausdauermedizinen draus machen. Mhm. Hyrule-Gras braucht man auch oft. Wir könnten gleich mal einen Pilzspieß machen aus Hyrule-Gras, Eichel und Pilz. Okay, in die Hand. Gut, irgendein Pilz wahrscheinlich, oder? Hier steht Pilz. Das ist jetzt aber ein Ausdauerling. Ja, vielleicht macht er dann Ausdauer auch noch voll. Das ist eigentlich halt nur für Heilung gedacht. Hyrule-Gras und Eichel, oder was? Genau. Gut, machen wir zurück. Schauen wir mal. Ob jetzt dann Ausdauerling auch geeignet ist für Heilung. Ausdauerdampfpilze, das ist doch schon mal nicht so ganz schlecht. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Was wolltest du denn? Ich wollte einen Pilzspieß. Das heißt, wir brauchen einen nicht. Ja, macht ja nichts, ist ja neutral schlecht Pilz. So. Ja. Was noch? Was können wir noch kochen? Schmorbraten könnten wir kochen. Ja. Wild und Geflügel. Steinsalz und Ziegenbutter.
Schwabraten. Hervorragend. Geflügel ist damit aus. Wir haben noch Wild und Luxuswild, Eier, Milch, Eicheln. Wir könnten einen Fleischspieß mit Pilzen machen. Ja. Warte mal, ich schaue, was es noch so gibt. Achso, wir können noch ein bisschen Medizin machen. Ja. Mach mal. Was haben wir denn so an Tieren? Haben wir da unten bei den. Geh mal eins runter. Schleichwürmchen. Was haben wir noch daneben? Spurtechse. Mach mal irgendwie das. Spurtier und Monsterhorn. Also so ein. Ja. Das sollte jetzt Spurtmedizin geben. Ja. Völlig korrekt. Kann ich auch nochmal machen? Kannst auch einfach nochmal machen. Lustig ist, ich halte hier nebenbei Daniels Handy in der Hand, um diese Rezepte nachzugucken. Aber innerhalb kürzester Zeit geht da immer die Tastensperre rein und da muss der immer. Das ist, weil ich dummerweise den Kindersicherungsmodus den Batterie-Safe-Modus anhab. Ja, so. Also mache ich einfach nochmal eine Spurtmedizin, oder? Das ist egal, welche Hörner ich nehme. Jetzt nehme ich einfach mal das andere Horn, testweise. Ich glaube, das war jetzt kein Hauer. Ich glaube, das war ein Hauer, aber das ist eigentlich egal sein, oder? Spurtmedizin 2,50. Die andere hatte 2,10. Also ist das schon mal besser. Mach mal Apfel und Ausdauer. Haben wir Ausdauerhonig? Nee, oder? Ausdauerhonig habe ich, glaube ich, nicht. Hm. Wir haben schon eigentlich jede Menge Essen. Nee, kein Honig. Was noch? Apfel mit? Es ist alles hier mit Ausdauerhonig oder was gibt's denn hier noch? Du könntest mal Apfel und Ziegenbutter machen. Das gibt nämlich Butterapfel. So wie Butterei. Ja. Wenn du Butterapfel-Appetit hast. Oh, Butterapfel. Ja, es ist jetzt aber auch mit zwei Herzen, das ist auch nicht so der Shit. Voll die Verschwendung gewesen. Die schöne Budde. Können wir nicht irgendwie mal so hier Rüstungskrabbe zum Beispiel oder Rüstungsbarsch? Willst du was mit Rüstung machen? Ja. Ich schau mal gerade. Es gibt auch noch den, diese Schwertkrabbe, Schwertschnapper und Schwertkrabbe. Hast also du eine so Rüstungskrabbe, Steinsalz, Apfel und Ei? Das geht. Also ein Apfel, ein Ei, einmal Rüstungskrabbe, Steinsalz. Unsere armen norddeutschen Zuhörer müssen sich das jetzt alles anhören. Also das müssen sie sich bei Tim Melzer auch. Schau dir die an. Krass. Schau dir das an, Abwehrschmorkrabbe. Soll ich das nochmal? Ja. Geht doch nichts um eine Abwehrschmorkrabbe. Das war doch das letzte Gericht, das wir in dieser Folge kochen, weil deine blöde Tastensperre schon wieder reingegangen ist. Ich hab Bock mehr. Naja. So, damit sind wir eigentlich perfekt gerüstet für alle Abenteuer, die da kommen. In der nächsten Folge versuchen wir mal zu diesem Tor hinzukommen, um das erste Erinnerungsfoto zu machen. Schalten Sie wieder ein. Bis dann. Tschüss.